Im Rahmen der Vorbereitungen auf das kommende Weihnachtsgeschäft lud die Wels Marketing und Touristik GmbH zum 12. Welser Business Treff ins Velios Wels. Eine spannende Präsentation über die Highlights der kommenden Weihnachtswelt. Wir waren mit der Kamera dabei. Wie geht es der Welser Wirtschaft und wie sieht die Zukunft aus? Das und vieles mehr wurde im Kreise von Gastgeber Peter Jungreitmeier besprochen. Ja, diese Business-Treffs sind immer ein Highlight, und zwar insbesondere deshalb, weil man erkennt, dass zunehmend Politik und Kaufmannschaft, Wirtschaft an einem Strang ziehen. Und das ist für eine Stadt wie Wels außerordentlich wichtig. Es wird hier viel Geld eingesetzt im Bereich der Innenstadt von der Stadt Wels. Die Kaufleute der Innenstadt tragen ihres dazu bei, dass die Stadt noch schöner, noch attraktiver wird. Und von Mal zu Mal wird dieser Business-Treff zu einer größeren Attraktion für alle. Ja, wir wissen natürlich alle, dass die wirtschaftliche Situation jetzt nicht nur in Wels, sondern generell einfach eine schwierige ist. Die Stadt Wels bemüht sich aber natürlich mit vielen Attraktionen hier einfach gegen diesen Trend ein bisschen gegenzusteuern. Und wir, die Händler, bemühen uns mit unseren Geschäften und unseren Auslagen auch hier zu zeigen, dass Wels nach wie vor eine attraktive Einkaufsstadt ist. Ganz leicht den Abschwung merken auch wir. Ich hoffe, dass es dem Handel in Wels gut geht. Die wichtigste Zeit des Handels steht ja noch bevor. Mit den kommenden Wochen bis zum Weihnachten ist ja das sozusagen die höchste Umsatzzeit für Wels. Und ich bin zuversichtlich, dass mit der Welser Weihnachtswelt und mit allen Aktivitäten, die da gesetzt werden, wieder ein gutes Ergebnis eingefahren wird. Die bei Jung und Alt beliebte Weihnachtswelt wird auch in diesem Jahr mit neuen Impulsen und gewohnter Feierlichkeit ein Highlight des Advents. Wir befragten dazu den Chef des Christkinds, Peter Jungreitmeier. Also ich glaube, die Welser Weihnachtswelt sucht ja ihresgleichen, und wir haben das Glück, dass wir eine wunderschöne Innenstadt haben, dass wir ein sehr innovatives Konzept aus dem Markt haben, dass wir eine geniale Beleuchtung haben, und vor allem wir haben einen sehr, sehr starken Welser Handel. Und diese Dinge zusammen zu kombinieren, mit Programmen zu füllen und schön zu illustrieren, das ist unsere Aufgabe gewesen und das erwartet uns auch heuer wieder. Ja, ich denke mal, es ist ein ganz ein reichhaltiges Programm. Es gibt weit über 100 Einzelveranstaltungen. Darüber hinaus haben wir uns bemüht, wieder eine schönere Beleuchtung zu installieren, gerade in den Fußgängerzonen Bäckergasse und Schmidtgasse. Da wird es sicherlich eine große Aufwertung dadurch geben. Ja, wir nehmen diesen Business-Treff vor Weihnachten traditionell zum Anlass, um die Kaufmannschaft auch darüber zu informieren. Wir haben das Projekt Weihnachtsbeleuchtung vor einigen Jahren auf völlig neue Füße gestellt. Das war ja früher eine Aktion der Kaufmannschaft, hat dann nicht mehr in dem notwendigen Ausmaß funktioniert. Wir haben das übernommen und in diesen letzten 5 Jahren, einschließlich dieses Jahres, fast 700.000 Euro investiert. Das ist sehr viel Geld, aber wenn man es sich ansieht und wenn man weiß, dass die Weihnachtsbeleuchtung mit dem Weihnachtsmarkt ein Zugpunkt für unsere Stadt ist, auch schon in touristischer Hinsicht, dass viele Menschen von auswärts herkommen, um sich das anzusehen, dann weiß man, dass das gut investiertes Geld ist. Zuletzt befragten wir das neue Velios-Geschäftsführer-Duo Peter Jungreitmeier und Robert Schneider zum Welser Prestige-Projekt. Ja, das Velios ist eine einzigartige Einrichtung, eine einzigartige Erlebniswelt. Es sind mehr als 120, 150 Exponate hier, und jeder, der herkommt, ist begeistert, und jeder, der herkommt, ist 3-4 Stunden hier im Velios, um wirklich hier zu erleben, was es im Bereich Energie gibt, aber auch um viel Spaß zu haben. Ja, ich habe ja diese Aufgabe gemeinsam mit meinem Kollegen Robert Schneider übernommen, und wir arbeiten jetzt intensiv am Konzept und an der Betriebsführung als solches, haben einiges an interessanten Ideen, und die werden wir dann in den nächsten 1-2 Wochen auch der Öffentlichkeit vorstellen. Es bleibt also auch noch nach Weihnachten spannend.